Maywald, guten Morgen. Wichtiger Schritt für den Klimaschutz. China macht mit beim Klimaabkommen von Paris. Wieder keine Mehrheit für Spaniens Premier Rajoy. Wahl Nummer 3 wird immer wahrscheinlicher. Und das jetzt endlich fertige HETA-Vergleichsangebot, ein Sieg für die Gläubiger, kritisieren die Grünen. Eine gute Lösung für die Republik, findet dagegen der Finanzminister. Fast makelloses Spätsommerwetter hat Rainer Schultheiß für uns. Ja, es gibt heute einiges an Sonne, jetzt nur früh, aber doch Nebel und Wolkenfelder, etwa in Linz und Salzburg, derzeit stark bewölkt bei 16 Grad, auch in Bregenz einige Wolken und 16 Grad. Recht sonniger Start in den Morgen im Osten Österreichs, in Wien etwa hat es 17 Grad, hier ist es heiter oder auch in Eisenstadt heiter und 18 Grad. Die Nebel und Wolkenfelder lichten sich heute, es scheint in weiten Teilen Österreichs die Sonne. Am Nachmittag können im Süden ganz vereinzelt mit Quellwolken gewittrige Regenschauer entstehen, es bleibt aber meist bis zum Abend trocken und es wird sehr warm. Die Temperaturen erreichen 23 bis 31 Grad, in 2000 Meter rum 15. Auch morgen Sonntag wird es sehr warm, heiß, zum Teil aber auch schon schwül bei 22 bis 32 Grad. Und morgen Nachmittag muss man dann von Süden und Westen her mit heftigen Regenschauern und Gewittern rechnen.